Hallo Messerfreunde, hier ist Jake. Ich zeige euch heute wieder mal ein Solinger Messer, ein Klassiker. Es ist ein Bowie Knife von der Firma Ehrn. Karl Friedrich Ehrn, eine ganz bekannte Solinger Firma mit vielen Marken. Die haben Rasiermesser, Scheren und natürlich auch normale Messer hergestellt. Da sieht man die bedeutendsten Warenzeichen. 1873 schon gegründet und bis Mitte der 80er Jahre haben die Messer produziert in Solingen. Ja, hier kommt dieses Messer in der braunen Lederscheide. Schon oft habe ich euch solche oder ähnliche Scheiden gezeigt. Vermutlich ist es nicht die originale, nämlich die ist ohne Markenbezeichnung. Ehrn hat in der Regel eigene Markenscheiden, zumindest mit der Marke drauf, gehabt. Die hat nur West Germany und sonst nichts draufstehen. West Germany oder Western Germany, jedenfalls so eine Marke oder so eine Bezeichnung wurde Mitte der 70er Jahre bis 80er Jahre häufig noch verwandt. Und das ist das schöne Bowie Messer, Bowie Knife. Ganz traditionell in der Form, in der Machart, genau wie die bekannten Cowboy Bowies aus dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hatten aber etwas kürzere Klingen. Übrigens Klingenlänge und so weiter. Wir machen natürlich weiter mit den gesamten Daten. Wir haben ein Gewicht von 397 Gramm mit Scheide 472. Dann haben wir eine Gesamtlänge von, jetzt von vorne an, 33 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 20,8 cm, eine Klingenhöhe von 3,8 cm, eine Klingenstärke von 6,5 mm. Die ist am Ricasso etwas weniger stark, 6,1. Und ja, damit natürlich in der Idealgröße für einen Bowie, für meine Begriffe, diese 20 cm Messer sind handlich, die sind für Hackarbeiten schon geeignet. Damit funktioniert es aber auch etwas gut zu schneiden. Die sind nicht zu schwer. Also ein ideales Allround-Allzweckmesser. Und das soll ja ein Bowie Knife auch sein. Gehen wir nochmal genau auf das Design ein. Wir haben den gerundeten, starken Rücken mit den relativ breiten Flanken, ein Säbelschliff, dann einen Clip hier mit Swatch, keine Rückenschneide, leicht konvex,
bis zur Spitze, die liegt leicht über der Mittelachse. Dann der ballige Schliff bis auf Null mit oder ohne sekundärer Schneidphase. Ein Ricasso, knapp 2 cm, reicht für einen Vorgriff bei schmalen Fingern. Dann kommt das traditionelle ovale, längliche Parierplättchen, so 5,5 cm mal 1,5 cm stark. 2,5 mm dick. Das ist eine Full-Tank-Konstruktion. Hier sieht man am Ende auch, dass es sich um einen Kohlenstoffstahl handelt. Der hat hier leichte Rostansätze und Lagerung. Aufgesetzt sind Hirschhorn-Griffschalen, gut ausgesucht in der Größe, schön tailliert, vorne etwas stärker und am Ende in der Mitte schmal. Dadurch hat man einen festen Griff und rutscht nicht ab. Drei Pins halten die Griffschalen, die allerdings vom Design und von der Optik her natürlich nicht zusammenpassen. So gesehen haben wir aber zwei unterschiedliche Messer fast, wenn man die so einmal so und einmal andersrum in die Kamera hält. Das spricht dafür, dass es nicht die allerteuersten Messer waren, die damals produziert wurden. Allerdings mit den gleichen Klingen wie zum Beispiel auch Puma oder Böcker oder andere Marken. Die wurden alle gemeinsam irgendwo in einer besonderen Fabrik in der Gesenkschmiede hergestellt. Und jede Firma hat die dann noch ein bisschen aus dem Rohling für sich zurechtgeschliffen. Jetzt mal was zur Haptik. Das Messer liegt für mich ideal in der Hand. Durch die Taillierung im Griff sehr sicher. Hirschhorn ist ein schönes warmes Material. Rutschfest. Wirklich gelungen. Der Schwerpunkt des Messers liegt in etwa 2,5 cm vor dem Guard. Und jetzt kommen wir nochmal zum Vergleich zu einem anderen Klassiker aus Solingen, dem Remington Bowie. Beide ganz unterschiedlich, aber auch beide schöne Klassiker. Wir haben die etwas breitere, bauchigere Klinge beim Remington mit dem deutlich kürzeren Clip. Nicht ganz so stark in der Klingenstärke, wobei diese Messer auch in dickerer, in stärkerer Klingenstärke produziert
produziert wurden. Und in dem Fall ein Hohlschliff im Vergleich zu einem balligen Schliff. Hier nun einseitiges Parierplättchen, mit einseitigem Handschutz, aber von der gleichen Machart, und dann hier der verborgene Erl zum Flacherl. Jo Leute, mein Fazit zum Ehrenbowie-Messer, ein Klassiker nach Cowboy Bowie Art, sowohl praktisch als auch sammelwürdig, super schön im Design, sehr gut in der Qualität. Eines meiner Lieblingsmesser. Wieder mal durfte ich euch dieses schöne Stück zeigen. Wünsche euch eine schöne Woche und dann vielleicht bis nächste Woche. Tschüss!